Kapitel 7, Teil 3, der Weg zum Oberen Königreich. Kurze Zeit später am Eingang zum Oberen Königreich. Uns läuft die Zeit davon, Anubarak. Wie weit ist es zum Ausgang? Nicht weit. Wir sind im Oberen Königreich angelangt. Der Ausgang sollte uns zum Fuß des Gletschers führen. Aber wir müssen noch mit verborgenen Fallen und Abgründen rechnen. In Deckung! Arthas! Der gesamte Durchgang ist eingestürzt. Wir haben keine Zeit, uns durchzugraben. Ich muss schnell handeln und selbst einen Weg hinausfinden. Hoffentlich haben Anubarak und die anderen überlebt. So, jetzt sind wir getrennt. Sprecht, Dummkopf. Ich weiß gar nicht, ob das hier zeitlich begrenzt ist. Oh, Höhleneinsturz. Okay, großer Heiltrank. Wenn ich diesen Flammen zu nahe komme, werden sie mich verbrennen. Okay, das wird, glaube ich, relativ witzig. Schon wieder verbreiteten Eruba-Mechanismen. Hier ist genaues Zeitgefühl gefragt. Ja, wenn das mal aufhören würde. Das ist schon besser. Ah. Endlich. Au, au. Hallo, also schneller hätte ich gar nicht laufen können. Scheiße, das war doof. Hoch, runter, hoch, runter. Hoch. Endlich. Okay. Schau dir eine Goldmünze. Boah, Klauenangriff plus 15. WTF. Ja, weg damit. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich werde dieses Gold brauchen, wenn ich den Gletscher erreiche. Ah. Endlich. Ey, das. Wie oft es hier kommt, ne? Krass. Endlich. So, Brunnen der Gesundheit. Frostgram hat Hunger. Schnell aufladen. Ein Beben. Ja, weiß ich. Zack drauf und zack. Ah, endlich. Oh, das wird schon heftiger. Das ist schon besser. Endlich. Ah, ich verstehe. Ich glaube, wir rennen da einfach mal durch. Das ist schon besser. Ich sollte vielleicht nicht endlich diese Eisdinger da rein. Geht das auch? Nee, das geht nicht. Komm, hau drauf, hau drauf. Weiter, 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 weiter. Das ist schon besser. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier richtig ist, was ich tue. Ah, endlich. Endlich. Was habe ich jetzt? Die endlich. Okay. Das ist schon besser. Hilf Gegner. Frostgrad. Oh, das ist. Ey, das ist fies. Letzten Surround. Ja, okay, das war's. Das ist schon besser. Not bad, not bad. Weiß nicht, kann ich mich rauskämpfen? Viel zu Nee. Frostgram hat Hunger. Nimm die Rune! Frostgram hat Hunger. Hau ihn weg! Ja. Unser Held, das war fies. Das war sehr fies. Neustadt natürlich. Okay. Okay, müssen wir mal überlegen. Aber ich musste durchrennen, oder? Es waren zu viele Gegner. Würde ich behaupten. Kann man das abbrechen? Ernsthaft, Blizzard? Uns läuft die wollte schon sagen. Was ist es diesmal? Okay, hier war ein Heiltrank. Vielleicht nehmen wir den doch mit. Endlich. Wenn ich diesen Flammen zu nahe komme, werden sie mich verbrennen. Endlich. Guck mal, da habe ich auch schon die Goldmünze von übersehen. Gut, dass wir dieses Gold brauchen, ne? Wenn ich den Gletscher erreiche. Ja, ja. So. Ah, scheiße, das Timing. Schon wieder vermaledeite Neruba-Mechanismen. Hier ist genaues Zeitgefühl gefragt. Oh lol. Voll die Verarsche. Frost. Das war zu spät. Ja, das war zu spät, sag ich ja. Das ist schon besser. Boah. Jetzt werdet ihr leiden. Ich will den Heiltrank nicht jetzt schon opfern. Oh, der Vampiraura wäre jetzt echt nice. Das ist mehr Gold. Das könnte uns später nützen. Oh, ich komme hier nicht durch. Das ist schon besser. Das bleibt die ganze Zeit, ne? Das heißt, sobald es runtergeht. Frostgram hat Hunger.
Okay, perfekt. So, erstmal den Brunnen ran, ey. Huh. Ich glaube, ich speichere auch gleich mal. Noch ein Beben. Dass wir das nicht immer und immer wieder machen müssen. Ja, hau rein. Ach ja, überschreib. Passt schon. So, vorwärts. Mit dir. Wir haben die. Endlich. Warte mal, ernsthaft? Frostgram hat Hunger. Ah, ich wollte gerade sagen. Das ist schon besser. Ja, endlich. Ich weiß. Vier Rüstung ist zwar viel, aber. Ich weiß auch nicht. Endlich. Mehr Power will ich haben. Frostgram hat Hunger. Das ist schon besser. Ach Leute, ist er so gestorben schon? Für den Lichtkönig. Na, was kriegt der so ab? Hä, die sind ja voll. Ah, haben die so wenig Leben? Das ist schon 90, besser. Roffel. Ah, endlich. Das wusste ich nicht. Endlich. Das wusste ich nicht, okay. Ich dachte, die haben viel mehr Leben. Jetzt werdet ihr leiden. Ja, tatsächlich. Schon halb tot. Hallo, wenn die so riesig sind, dann kann man ja auch denken, dass die. Endlich. Dass die heftig sind, ne? Endlich. Frostgram hat Hunger. Das ist schon besser. Mit dir. Das ist schon besser. Ja, ich brauche eher was für. Für Mana, wäre mir lieber. Ja, genau. Endlich. Zack, weg mit dir. So. Frostgram hat so läuft das natürlich um einiges geschmeidiger. Weg mit dir. Boah, voll in Intelligenz. Jetzt nehmen wir gern. Frostgram. Okay. Endlich. Natürlich jetzt nicht so viel Mana, das aber. Easy. Endlich. Ach, das ist ein Mana-Schild. Ach, guck mal, wir können hier auch über erstmal das Gift draufhauen, ne? Feiger Verräter. Zack. Leider kann man im Warcraft nicht an Gift sterben. Das zerrt einen quasi nur auf maximal, oder minimal ein Leben runter. Sag mal, hat er ein Leben hier? Niemand erteilt mir Befehle. Ach, halt die stacken, ja. Oh, das war doof. Das war doof. Außerdem war es ein schlechterer Trank. Das war jetzt gerade beschissener Tausch. Frostgram hat Hunger. Ein sehr beschissener. Nein, und ich hätte eine Unit gebraucht. Ah. Das kann man ja auch nicht. Warte mal, ich versuch's mal mit dem. Endlich. Ich komm, muss einen Weg über dieses seltsame Hindernis finden. Ja. Scheiß drauf. Frostgram hat Hunger. Komm. Oh. Ja, komm. Ah, endlich. Haha! Frostgram hat Hunger. Zu nett von dir. Das ist schon besser. Beweglichkeit und Intelligenz. Ah, endlich. Naja, naja. Sollen wir es doch wegmachen, Horn der Wolken? Endlich. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Endlich. Frostgram hat Hunger. Was ist das? Große Heilung? Brauche ich nicht. Das ist schon besser. Ich weiß gar nicht, wohin die soll. Endlich. Da ist das Ziel. Noch 5 Minuten. Ah, Alter. Endlich. Das ist schon besser. Was für ein Scheiß hier. Frostgram hat Hunger. Bleib doch mal da. Endlich. Ja, darüber. Ja, jetzt können wir auch kämpfen. Hau drauf. Ah, endlich. Endlich. Ja, jetzt falsch hier hoch. Das ist schon besser. Frostgram hat Hunger. Schnauze. Ah, endlich. Frostgram geht's nicht? Hat Hunger. Geht nicht rüber? Hau ihn weg. Endlich. Oh. Auffüllungstrank. Das ist schon besser. Jetzt komm schon. Mir bleibt die Zeit nicht. Frostgram hat Hunger. Okay. Ah, sehr gut. Anubarak, ihr habt es geschafft. Nun wird mir klar, warum der
König König euch zu seinem Champion erkoren hat, Todesritter. Nur wenige hätten allein in diesem Labyrinth überlebt. Okay, aber die Zeit läuft immer noch. Kostet das noch ein Erdbeben? Wir müssen uns sputen, Todesritter. Aber wie soll ich mich sputen, wenn ich diesen dämlichen Hebel nicht... Wartet. Geheimnis gefunden. Ach, haben wir einen Ring des Schutzes? Die Zeit fliegt keine Zeit für sowas. Blödsinn. Ich hab nur noch 3 Minuten. Etwas bricht durch. Verteidigungsposition einnehmen. Ich bin mir nicht sicher, ob wir die Zeit haben zum Kämpfen. Ob das so sinnig ist. Ich hoffe, das wurde gespeichert. Falls nicht, haben wir hier noch eine 4 draus. So. Zweifellos. Vorwärts, vorwärts, vorwärts. Weil das Ignorieren vorne hat auch nicht viel gebracht. Mein Käfer hier zur Verstärkung. Endlich. Weg ihn, weg ihn, weg Arthas. Sprecht, Dummkopf. Boah, die mit meiner Schild. Was ist es diesmal? Vorwärts. Endlich. Uns läuft die Zeit davon. Hickwies. Wir müssen den Ausgang finden. Sie versperren den Weg zum Ausgang. Wir müssen uns hindurchkämpfen, wenn wir ihn erreichen. Okay. Da müssen wir uns gut durchkämpfen. Vorsicht. Dunkelheitskugel. Hat Hunger. Hopp, 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 hopp. Au. Da muss die Keule rein. Zack. Jawohl. No Chance, GG. Boah, Krone der Könige. Noch 2 Minuten. Ja, ich weiß. Oh, das stresst. Weg mit dem. Nehm das hier und... Scheiß drauf. Frostgram hat Hunger. Wahrscheinlich war die Dunkelheitskugel auch nicht schlecht angeführt. Ja, ja, ja. Los jetzt, durch diese Tür. Dahinter liegt der Ausgang zur Oberfläche. Die Sonne wird ein willkommener Anblick sein. Vergesst nicht, Illidan und die wahre Schlacht erwarten uns draußen. Hoffentlich hat uns die Reise durch die dunkle Erde die bitter nötige Zeit verschafft. Eieiei. Ich hätte natürlich gerne mehr Zeit investiert, um einfach mich ein bisschen mehr umzugucken, um vielleicht mehr, ja, darüber nachzudenken, welche Items besser sind, aber bei solchen Zeitdruck-Levels fällt mir das immer sehr schwer, deswegen, ja, ich glaube, so eine kurze Folge hatten wir schon lange nicht mehr, 13 Minuten, Respekt. Aber wie es weitergeht, das seht ihr natürlich beim nächsten Mal wieder. Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.